Herzlich willkommen, Leute, zur neuen Folge New Times. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Ey, mal ganz ehrlich, Leute, wollen wir heute nicht mal wieder so lange rumlabern und fangen wir schon mal gleich an, wie auch bei meinen letzten acht anderen Folgen, die ich davor gedreht habe, wo ich immer das Gleiche gesagt habe. Also, wollen wir nicht so lange rumlabern, fangen wir schon mal gleich an. YouTube hat mal wieder ein neues Design rausgebracht, was mich auch nicht gerade sehr wundert bei YouTube. Wann war das letzte Mal her, wo es ein neues Design war? 4, 5 Monate? Ja, könnte ungefähr hinkommen und jetzt hat YouTube wieder beschlossen, sich ein neues Design zu holen. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht. Außer dass am Rand kleine Lücken gibt, die unnötig sind. Wenn ihr das neue Design noch nicht habt, was eigentlich aber schon alle YouTube-Nutzer haben müssten, dann kann ich euch ja mal hier gerade einen kleinen Bildausschnitt einblenden. Meiner Meinung nach sieht es aus, als die Seiten einfach mal zusammengepresst wurden und für jeden Nutzer die gleiche Ansicht geben wollen. Egal, ob die jetzt einen größeren Bildschirm haben oder einen kleineren. Also, ich finde es, wie eben gerade gesagt, gar nicht mal so schlecht, aber es gibt halt viel zu viele Designveränderungen in letzter Zeit und das ist einfach nur nervig. Findet ihr das Kanaldesign gut oder findet ihr es auch nervig? Dann schreibt es mal einfach mal in die Kommentare. Ich würde es gerne mal wissen und kommen wir schon mal gleich zu den nächsten News. Bei diesen News haben wir WhatsApp. Facebook hat nämlich WhatsApp vor ein paar Tagen gekauft und das für ganze 19 Milliarden Dollar. Okay, 19 Milliarden. Wollen wir mal verfolgen. 16 Millionen ging an WhatsApp und 3 Millionen Aktien. Das kann nämlich bedeuten, Facebook hat WhatsApp gekauft wegen der Konkurrenz oder Konkurrenz. Master of. Weil 19 Millionen für diese Firma war echt überfällig, da die hatte vielleicht schon 450 Millionen Nutzer oder sogar mehr. Ich weiß jetzt gerade nicht wie viel, aber ich glaube mal, es waren 450 Millionen. Und 19 Milliarden dafür zu zahlen, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Angeblich sollen sie das Geld dann wieder mit Werbeeinnahmen oder sonstiges wiederherstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schnell wieder 19 Millionen reinkriegen. Milliarden meinte ich. Alle Mitarbeiter, die bei WhatsApp gearbeitet haben, dürften jetzt immerhin noch weiter da arbeiten. Werdet ihr jetzt trotzdem noch WhatsApp weiter benutzen? Ich bin ja jetzt umgestiegen, also ich benutze jetzt noch WhatsApp und ebenfalls Telegram. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Titanfall, ein neues Spiel, was explodiert in den letzten Tagen. Viele Leute wurden zu der Beta eingeladen. Ich glaube, man musste sich oder irgendwie so anmelden und vor ein paar Tagen ist dann endlich auch mal die Vollversion rausgekommen. In letzter Zeit lese ich eigentlich nur noch auf meiner Facebook-Pinnwand die ganze Zeit Titanfall. Und ich habe mir das Spiel dann einfach mal so angeguckt aus Neugier und ich muss echt sagen, die Grafik ist gar nicht mal so schlecht. Die erinnert mich an COD. Du kannst auch halt andere Sachen machen, die man in COD nicht machen konnte. Also es ist halt eine Mischung von COD und Battlefield 4. Wenn man die beiden vermischen würde, könnte man so ein Spiel wie Titanfall rausbekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video dann nicht gefallen hat, dann dreht doch einfach mal den Bildschirm um und gebt dann einen Daumen nach unten. Ja, ihr wisst, wo man abonnieren kann. Das würde mich echt freuen und man sieht sich. Ciao.